Hi und herzlich willkommen zum Let's Play von Terraria. Oder Terraria. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich glaube Terraria. Schreibt es in die Kommentare. Ich habe das Spiel kaum gespielt, muss ich sagen. Ja, das Spiel habe ich seit gestern. Ich weiß nicht, wann ich das Video jetzt hochlade. Auf jeden Fall seit gestern. Das war ein Mittwoch, habe ich das. Konnte es nicht spielen. Habe es heute ein bisschen angespielt. Das seht ihr auch hier. Ja, gibt nicht so viel drüber zu sagen. Ihr wolltet das unbedingt haben, Terraria oder Terraria. Ich nenne das mal Terraria, denn irgendwie ist es, zur einen Seite finde ich es richtig geil, aber ich habe den Sinn darin noch nicht gesehen. Also so, wie soll ich das sagen, eine Aufgabe. Bei Minecraft hast du die Aufgabe, deine Welt zu verschönern. Hier halt nur irgendwie, ja, ein bisschen zu dem Spiel, was ich bis jetzt gelesen habe. Es soll eine Mischung aus Minecraft und Zelda sein. Ich habe gelesen, Minecraft und Zelda haben ein Baby bekommen. Ja, das könnte es sogar sein. Also das ähnelt sehr Zelda und auch sehr Minecraft. Das Ganze schon in 2D-Grafik gehalten. Poundy hat gesagt, auch schon Zelda könnte es sein. Also es kommt mit Zelda hin. Nicht ganz so einfach. Ich bin mir jetzt bestimmt schon innerhalb von einer halben Stunde 10-mal gestorben oder so, wo ich das allein gespielt habe. Na egal, gehen wir auf Singleplayer, gehen auf Create a Character. Und hier können wir unseren Charakter einrichten. Mit verschiedenen Haarsorten. Welche nehmen wir denn mal? Die Standard, die finde ich eigentlich am besten. Wie bei meinem anderen Charakter mache ich die Haarfarbe richtig so übel zu grün. Das zurück und auch der Blauton raus. So. Die Augen schön blau. Ist eigentlich scheißegal, finde ich, aber das Skin ist okay, also die Hautfarbe ist okay, die Anti-Sachen, das T-Shirt oder das Shirt. Gucken, so einen grün nicht gerade. Ja, sowas, keine Ahnung, was das für eine Farbe ist. Hier Undershirt, also T-Shirt, hier keine Ahnung, was ist. Keine Ahnung, lass mal so. Die Hosen, die möchte ich gerne so etwas dunkel haben. Ja, ich habe schon mehrmals aufgenommen und es lief immer schief, aber ich habe trotzdem null Ahnung eigentlich von dem Spiel. Der Grünton noch raus und der Rotton raus. So, genau, also ein Blau, also, naja, egal. Mist, habe ich keine Ahnung, was das sein soll, habe ich mich ja noch nicht mitgemacht. Machen wir das Ganze mal rot, damit sich das in den... Ah, jetzt zum Beispiel die Schuhe. Okay, machen wir das rot. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Und das war's eigentlich schon. Unser Charakter. Klicken wir auf Create. Enter Character Name. Nennen wir das Ganze TSK-David. Klicken drauf. Machen eine neue Welt. Medium, würde ich sagen. TSK. Let's Play. Ja, so können wir die nennen. Ist so ganz gut, das kann jetzt ein wenig dauern, bis sie es die Welt aufgebaut hat. Zumindest beim letzten Mal, es bei mir ewig gedauert bei der Aufnahme, aber ich glaube, da liegen noch Programme laufen. Jetzt rennt euch nebenbei nur ein Video. Und das Spiel braucht kaum Anforderungen, kostet auch nur 9,99. Ich habe es mir per PaySafe-Card über Steam geholt. Meiner Meinung nach lohnt es sich zu 6 Euro bis jetzt. Also ich habe den nicht lange gespielt. Und das ist dann eigentlich schon gut, wenn das sich schon so um 6 Euro circa lohnt. Und im Trailer habe ich gesehen, es gibt tausende Monster. Es gibt so viele Monster, das glaubt man überhaupt nicht. Dann Gegenstände, alle möglichen. Man kann so viel machen, eigentlich wie Minecraft, nur mit mehr Gegnern und mehr Action. Klicken wir hier drauf. Also hat es jetzt schon gemacht, das ging recht schnell. Jetzt dauert das noch ein paar Sekunden und jetzt, gleich danach, muss es eigentlich hier losgehen. Erstmal nochmal schnell nach dem Headset gucken, dass es alles passt. Jawohl, das passt alles. Wir lassen noch die Originalmusik drauf. Ja, wenn euch die nicht gefällt und ihr wieder ein Internetradio dazu haben wollt, einfach sagen. Okay, die Welt, die sieht recht gut aus. Das ist der Herr Guide. Herr Guide kann uns im Spiel helfen. Anfangs werden wir ihn jetzt nicht brauchen, denn den Anfang weiß ich eigentlich schon alles. Paar Bäumchen wegschlagen hier und da kommt schon der erste Schleim oder Slime, wie man das in Englisch nennt. Da wir noch keine
kein Dings haben, sage mal. Noch kein Schwert. Schlagen wir erstmal mit der Spitzhacke zu, denn die zieht mehr als die Axt. Wie ich diese Blumen dahin, die Sonnenblumen abbauen kann, weiß ich auch noch nicht. Ja, ich bin mir halt noch etwas unsicher an dem Spiel. Hier, der Platz ist eigentlich so richtig geil zu einem, also zum Bauen. Muss man nur ein bisschen begradigen und dann geht das. Da hinten kommt schon wieder der nächste Schleim. Komm, 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 komm. Die Schleime brauchen wir, also den Schleim, die und die uns dann geben, oder diese, ich weiß gar nicht, dieses Gel, genau. Ja, brauchen wir dann eigentlich nur bis jetzt, um Torches, also Fackeln zu machen. Ja, die Musik finde ich recht geil und auch die Töne. Also diese Soundeffekte, wie jetzt zum Beispiel das Holz abschlagen, irgendwie, das gefällt mir. Ich könnte nochmal hier, ich habe keine Ahnung, wie ich das abbauen soll mit der Spitzhacke, auch nicht. Vielleicht später mit dem Hammer, den wir noch kriegen, aber jetzt tun wir erstmal hier alles ein bisschen begradigen. 108 Holz, das reicht auf keinen Fall für den Anfang. Best, weil ich will mein Haus jetzt auch hier am besten neben diesen Sonnenblumen haben, das sieht recht cool aus. Oh, wir haben gerade Leber abgezogen, richtig. Bitte, egal welche Tipps, gebt mir irgendwelche Tipps. Total egal. Einfach in die Kommentare schreiben. Wir können auch sehr gerne mehr online spielen. Schreibt einfach eine PM an uns oder so. Und sagt hier, Terraria zusammenzocken, jetzt, sofort oder so. Ihr braucht nur Multiplayer-Server über Hamachi, wäre mir am liebsten. Aber ihr könnt auch über normal zocken. Warum ihr Hamachi am liebsten ist, weil ich darüber auch meine Server laufen habe und ich sehe dann eure IP immer sofort und dann weiß ich auch, wo ich hinschauen kann. Ich kann auch einen Server aufmachen, habt nur noch nicht rausgefunden, wie ich das Ganze über Hamachi laufen lassen kann, weil ich möchte jetzt nicht unbedingt einen Port freischalten, weil mir das ein bisschen zu unsicher ist. Gut, jetzt bauen wir hier so eine Mauer. Und was ich früher meist vergessen habe, einen Boden reinzubauen, und dann konnte ich das schon mal mit der Tür vergessen. Noch ein Stück. So. Zack, 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 zack. Warum ich mir Terraria gekauft habe, wollte ich Terraria sagen? Ich glaube schon, ne? Ich weiß es nicht mehr. Der Hauptgrund war eigentlich, weil hier im Livestream alle gesagt hat, ey, Terraria, kauft's euch. Wir gucken dann alle zu, weil es ist so, oder fast alle zu. Das ist so ein cooles Spiel. Da habe ich gedacht, hier, wir haben 50 Abonnenten, wir können echt mal was für euch tun. Und so habe ich mir das Spiel geholt und jetzt können wir mal eine Runde zocken hier. Okay, craften uns mal schnell hier so ein Schwert. Bevor dieser Schleim an uns kommt. So. Eine Tür, wir brauchen zwei Türen. Das ganze Crafting-Menü einfach Escape drücken und dann kommt man da rein, für die, die es noch nicht gespielt haben. Zack und zack. Hier läuft wieder der Guide rum. Was wollen wir denn noch? Was brauchen wir denn noch? Einen Tisch brauchen wir und zwei Stühle und Fackeln. Und sonst haben wir kein Holz mehr. Das ist mir auch noch nicht passiert. Als erstes tun wir hier den Tisch hin. Hier den ersten Stuhl und hier den zweiten Stuhl. Jetzt können wir nämlich... Na gut, man sieht es jetzt nicht. Man kann jetzt mehrere Sachen craften. Jetzt schlagen wir hier ein paar Bäume weg. Ach, wir müssen noch die Axt auswählen, ne? Ja, ein etwas sehr ungewohntes Verhalten des Spiels. Kleiner Moment, kleiner Moment. So, mein Headset hat sich nämlich gerade im Stuhl verfangen. Zurzeit kann ich halt, wie schon gesagt, leider echt nichts hochladen oder kaum was hochladen. Denn ich habe halt Prüfungen geschrieben, habe halt Mathe geschrieben, das lief eigentlich recht gut. Und wenn ich das dann alles geschafft habe, so in ein paar Wochen, dann wird es wieder richtig rangeklotzt, da kommen wieder jeden Tag Haufen Videos. So, die paar Bäume. Und
was Pongy zum Beispiel. Ich habe nur Pongys Anfangsvideo geguckt. Pongy, tut mir leid, dass ich nur Anfangsvideo geguckt habe, wo man davon. Der wusste nicht, wozu diese Nüsse oder was das sind. Diese Acorn, diese, keine Ahnung, Teile. Damit können wir wieder neue Bäume anpflanzen. Komm schon, komm. Zack, 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 zack. Überall ein bisschen verstreut hinmachen. Das ist entweder... Nee, das sogar... Wir haben gleich Eisen. Das ist gut. So. So und so. Bisschen Holz. Aus dem Holz können wir uns gleich mal... Können wir uns schon einen Hammer craften? Hammer, Hammer. Jawohl. Hammer ist wichtig. Also ist eigentlich sehr wichtig. Bogen brauchen wir 10 Holz, nee, das lassen wir erst einmal. Wichtig sind diese Plattform. Das machen wir uns gleich mal, bis wir nur noch 60 Holz haben. So. Dann noch ein paar Torches. Eben mit dem Plattform. Auf, also, wie soll man das erklären? Wenn ich mir jetzt ein Loch in die Tiefe grab, einfach so, kann ich dann auf die Plattform hüpfen. Ich kann die nicht abwerten, da kommt bestimmt auch irgendwas dazu. Ach, wir haben noch keinen Stein. Stein brauchen wir dann. So, sagen wir. Dieses... Ach, ich müsste auch immer auf Schwert wechseln, ne? So. Und so, und hier ist wieder Eisen. Und hier unten so ein Topf. Ich glaube, in dem Topf ist immer nur Geld drin oder so. Jetzt haben wir 20 Coins bekommen. Ein paar bisschen Steine absammeln. Hier kann man nämlich auch Öfen machen. Haben fast die gleiche Funktion wie in Minecraft. Nur das Ganze geht hier etwas schneller. Ihr braucht nicht warten. Sondern das Ganze funktioniert sofort. Eisen ist wichtig. Also ich habe Eisen vorher kaum gefunden. Und ich glaube, daraus kann man sich eine neue Spitzhacke oder so bauen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ist ja jetzt auch nebensächlich. Hier drüben ist Sand, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das Wasser sieht auch richtig cool aus.